Man sagt ja so klischeehaft über die Landwirte, die mögen gar keine Veränderungen. Aber offensichtlich muss sich was ändern. Warum? Ja, zunehmend aus der Bevölkerung kommt natürlich die Forderung, dass wenn Steuergelder eingesetzt werden für die Landwirtschaft, dass eben auch nicht nur Lebensmittel als Gegenwert produziert werden müssen, sondern auch aktiv ein Beitrag geleistet werden soll für die Umwelt und auch für mehr Tierwohl natürlich. Und von daher stehen wir da vor großen Veränderungen, die wir in der Agrarpolitik haben und die werden wir aktiv anschieben. Wenn es da zu Veränderungen kommt, was bedeutet das für die Landwirte? Das bedeutet für die Landwirte konkret, dass sie eben nicht mehr auf ihre Fläche reinbezogen ihre pauschalen Direktzahlungen bekommen werden, sondern dass wir schauen müssen, okay, die europäischen Standards, die wir haben, was kostet das eigentlich unsere Betriebe in Europa und in Deutschland mehr, dass wir diesen Wert ausgleichen und ansonsten Gelder nur noch dann ausbezahlt werden, wenn konkrete Leistungen erbracht werden für den Artenschutz, für die Umwelt, fürs Tierwohl oder eben auch fürs Gemeinwohl. Nun kann man nicht gerade sagen, dass die letzten Jahre sehr rosig waren für die Landwirte bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Müssen die dann mit weiteren Einbußen rechnen dann? Also wenn wir uns das Modell angucken, was Landwirtschaftsminister Till Backhaus vorgelegt hat, dann gibt es für engagierte Betriebe durchaus die Möglichkeit, am Ende fast die gleichen Einnahmen zu haben, wie sie aktuell in der Förderung haben. Und das zeigt aber trotzdem, dass die Betriebe sich anstrengen müssen, um dann wirklich auch diese Gelder akquirieren zu können, um diese Gelder zu bekommen. Und dass es nicht mehr der Selbstläufer anhand der Fläche ist. Und es gibt einfach die Chance, dass die Betriebe auch noch aktiver darüber nachdenken, wie können sie was Gutes für die Umwelt tun. Vielen Dank.